Eine Beantwortung aus dem Innenministerium auf eine Anfrage mehrerer FPÖ-Abgeordneter lässt jetzt die Alarmglocken bei den Blauen schrillen. Mit Ausnahme des Burgenlandes sind in ganz Österreich die sexuellen Übergriffe auf Frauen zwischen 2014 und 2016 deutlich angestiegen. Und der Anteil ausländischer Tatverdächtiger soll überproportional zugenommen haben. Die Zahlen im Detail: knapp über 5200 Delikte gegen die sogenannte sexuelle Selbstbestimmung werden 2016 registriert. Die meisten davon gibt es in Wien, die wenigsten im Burgenland. Insgesamt steigen die Straftaten um 25% an. Die meisten Straftaten werden von Inländern verübt. Der Ausländeranteil ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung enorm. Beispiele: in Wels sind Sexattacken von 41 auf 64 angestiegen. Die Zahl der fremden Verdächtigen von 7 auf 34. Oder Wien-Donaustadt: Anstieg von 86 auf 106. Ausländerquote von 9 auf 32. Wegen dieser Zahlen attackiert die FPÖ jetzt Kanzler Kern. Frauensprecherin Szymanek erklärt in einer Aussendung: seit 2015 beklagen wir schon, dass gerade die sexuelle Gewalt gegen Frauen ein immer schlimmer werdendes Problem darstellt, das dringender Konsequenzen bedarf. Seit 2015 verweigern aber SPÖ, ÖVP und Grüne jegliche Zusammenarbeit bei der Lösung des Problems mit der Ausrede, dass es sich hierbei nur um ein subjektives Empfinden handle. Ihrer Meinung nach würden SPÖ und ÖVP es zugelassen haben, dass unter dem Deckmantel des Asyls diese Kriminellen nach Österreich gekommen sind, wie sie es nennt. Szymanek geht dann vor allem auch mit Christian Kern hart ins Gericht. Dieser soll als damaliger ÖBB-Chef bereitwillig Gratiszüge für die Migranten zur Verfügung gestellt haben. Die SPÖ hat sich zu dieser Kritik noch nicht geäußert.